Häufig gestellte Fragen in der Stahlwerkstatt. Heute Plasmaschneiden. Das allererste, was wir zum Plasmaschneiden benötigen, ist einen Kompressor. Hier ST 510 Pro, 420 Liter die Minute bei 10 Bar Kesseldruck. Tankinhalt 50 Liter. Der Kompressor hat auf der Vorderseite eine Kombieeinheit. Hier drüber wird der Ausgabedruck geregelt und das Wasser wird abgeschieden. Also Druckregelung und Wasserabscheider in einem. Einstellen des Ausgabedrucks, Ziehen des Reglers, Anpassen des Drucks. Kompressor ist gefüllt. Wir haben einen Ausgabedruck von 8 Bar eingestellt. Bitte in regelmäßigen Abständen entwässern über folgendes Ventil. Aus dem Kompressor kommend wollen wir jetzt die Luft an unser Gerät anschließen. Das funktioniert wie folgt. Wir sehen am Gerät eine weitere Druckregel- und Wasserabscheidereinheit. Diese ist in jedem unserer Geräte im Lieferumfang enthalten. An dem Druckregler kann ich nun den Arbeitsdruck des Gerätes einstellen, mit dem Uhrzeigersinn auf 4 Bar einstellen. Achtung, die 230 Volt Geräte als Beispiel CAT40P oder die CAT50ST, 3,5 bis 4 Bar Arbeitsdruck. CAT70P liegt etwas höher bei 6 Bar, CAT100 bei 8, CAT160 sogar bei 10 Bar Arbeitsdruck. Hierzu ist zu erwähnen, dass der eingestellte Arbeitsdruck ausreicht für die maximale Schneidleistung des jeweiligen Gerätes. Alle diese Infos sind natürlich in den mitgelieferten Bedienungsanleitungen enthalten. Schlauchpaket ist angeklemmt. Masse bzw. Stromrückführung. Und jetzt sind wir auch schon einsatzbereit. Die häufig gestellten Fragen gehen immer in die Richtung, wie sieht der Brenner aus und wie ist der aufgebaut. Wir haben jetzt einmal die CAT40P angeklemmt, das ist eine Pilotanlage. Um euch alle Brenner einmal vorzustellen, haben wir zwei weitere Maschinen vorbereitet. Die CAT70P mit Pilotzündung und die 50ST mit Kontaktzündung. Schauen wir uns einmal den Brenner der CAT40P an. Der P60 Pilotbrenner. Wir haben unseren Brenner, in dem die Elektrode eingeschraubt wird, die Düse, Keramikkappe, Abstandsbügel. Komponenten werden wie folgt zusammengeschraubt, genau in dieser Reihenfolge. Brenner nehmen, Elektrode nehmen, einsetzen, bis zum Anschlag, ganz leicht anziehen, danach die Düse aufstecken, aufschrauben, auch hier nicht zu fest bitte. Keramikkappe aufstecken, aufschrauben, Abstandsbügel nehmen und aufklipsen. Offene Seite zum Werkstück. Kommen wir jetzt einmal zu dem P80 Brenner. Die Aufbaureihenfolge ist exakt die gleiche. Wir haben die Elektrode, die Düse und die Keramikkappe. Und in dieser Reihenfolge schrauben wir unseren Brenner zusammen. Elektrode nehmen, aufsetzen und einschrauben. Handfest, ganz leicht. Düse nehmen, aufsetzen, einschrauben, handfest. Und Keramikkappe aufsetzen, einschrauben, Brenner fertig. Der Rollwagen im Lieferumfang enthalten. Einfach aufstecken. Abstand kann hier über die Langlöcher eingestellt werden bis auf die gewünschte Höhe. Circa 5 mm. Freunde, letzter Brenner. AG60. Auch hier alle Komponenten. Elektrode, Düse, Keramikkappe. Elektrode nehmen, einsetzen und einschrauben. Auch hier leichtes Anziehen, Düse, aufschrauben, leichtes Anziehen,
Und zu guter Letzt Keramikkappe aufsetzen, handfest. AG60 Brenner, hier gibt es keinen Abstandsbügel, dieser Brenner ist ein Kontaktbrenner. Praxisteil, wir schauen uns einmal den P80 Brenner an in Verbindung mit der CAT70. Wir haben eben über Arbeitsdruck gesprochen und ich zeige euch jetzt einen Fehler, der entsteht, wenn wir unser Drucksystem höher als 6 bar einstellen. Wir haben jetzt 8,5 bar, folgendes Fehlerbild tritt hierbei auf. Was wir gerade gesehen haben, ist, dass zu hoher Druck unseren Lichtbogen förmlich wegpustet und er unterbrochen wird. Korrekte Einstellung, Anlage auf 6 bar gestellt. Lichtbogen zündet und bleibt stabil. Brennerhaltung bitte beachten, der Brennerkopf soll 90 Grad zu unserem Werkstück stehen. Vorteile des Pilotlichtbogens: Wir können außerhalb des Materials zünden, uns an das Material langsam rantasten und dann mit gleichmäßiger Geschwindigkeit unseren Schnitt durchführen. Die Schlackebildung auf der gegenüberliegenden Seite kann durch schnelleres oder langsameres Ziehen etwas variieren, ist jedoch ganz problemlos zu entfernen. Das Durchstechen kräftiger Materialien, wie hier als Beispiel ein 8mm S235, erweist sich als nachteilhaft, da uns hier die Schlacke in unserem Brenner spritzt. Der Abstand zu unserer Düse kann zwischen 2 und 5 mm betragen. Wir zeigen euch jetzt 2, 3 Aufnahmen von häufig gemachten Fehlern. Zu schnelles Ziehen. Masse nicht angeschlossen. Zu langsames Ziehen. Fehler bei Schneiden mit Kontaktzündung, Abheben des Brenners und wieder Aufsetzen des Brenners. Freunde, CAT 40P, die letzte Madame in dieser Serie. Hiermit zeigen wir euch jetzt einen schönen, schnellen, geraden Schnitt auf einem Aluminiumblech. Auf geht's! Freunde, 3 verschiedene Geräte, 3 verschiedene Brenner. Für jeden etwas dabei. Tatsächlich, holt euch hier die Infos, die ihr braucht. Wir haben ein bisschen Edelstahl geschnitten, wir haben ein bisschen Aluminium geschnitten und ein bisschen 8 mm starken Stahl. Alles machbar. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Lieber den Piloten nutzen, bessere Übersicht, einfach gucken, wo man lang schneidet, oder die Kontaktzündung nutzen. Drauf ziehen, schönes, schnelles Ziehen bei Aluminium und auch bei Edelstahl klappt hervorragend. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wir sehen uns wie immer in der nächsten.